Was ist das Geheimnis für ein langes, achtsames und vor allem auch gesundes Leben? Wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. So ihr Lieben, ich freue mich riesig auf dieses unglaublich wichtige Thema, über Krankheit bzw. ja, die eigentliche Ursache von Krankheit zu sprechen und vor allem, wie können wir dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass wir gesund bleiben. Und sicherlich kennst du auch, ja, diese eine Person aus deinem Freundeskreis, die einfach niemals krank wird. Also egal was ist, mit wie wenig Klamotten die draußen rumgelaufen ist, wie wenig die geschlafen hat oder wie viel Stress sie bei sich im Alltag hat, sie wird einfach nicht krank. Und dann gibt es die andere Person, die ist andauernd, hat sie irgendwie eine kleine Erkältung, eine Grippe, oder man hat mal kurz im Flieger gesessen, kommt irgendwo ein Kranker am Urlaub an, zack, also die eine Person, die irgendwie andauernd was hat. Und vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wie kommt das, dass die eine Person nie was hat und die andere einfach so viel? Und wie kann das sein? Und das ist tatsächlich eine der Fragen ja überhaupt der Medizin bzw. der Wissenschaft. Wie kann es sein, dass zwei Personen, die ähnliche Umstände haben, die eine krank wird und die andere nicht? Und hier ist dann einmal eine ganzheitliche Betrachtung eben auf das Thema. Ja, klar, jede Krankheit darf auch nochmal gerne mit dem Arzt besprochen werden. Da fließt auch sicherlich viel, viel mehr noch mit ein. Doch schau es dir gerne mal an. Ich bin mir sicher, es wird dir auch hier sehr bei helfen, eben das Thema Gesundheit bzw. Krankheit noch einmal unter einem ganz anderen Aspekt zu sehen. Denn wir lassen uns jetzt hier einmal darauf ein, auf das Konzept oder die Idee der Psychosomatik. Bedeutet, dass es eine Wechselwirkung zwischen meinem Geist bzw. meiner Seele und meinem Körper gibt. Also quasi zwischen diesen drei Elementen gibt es immer eine Wechselwirkung und dass, wenn es meinem Geist gut geht, meinem Körper auch gut geht oder ja, meine Seele quasi nicht so die Erfahrung hier hat, auf die sie gerne Bock hätte, wird es meinem Körper und oder meinem Geist auch nicht gut gehen. So haben wir Kreislauf oder eine Spirale, eine Wechselwirkung in die eine oder andere Richtung. Und ich weiß, das Konzept mag erstmal etwas komisch anmuten, wenn man noch nie was davon gehört hat oder das jetzt ja ganz neu ist oder auch du vielleicht gar nicht so mit der Seele was anfangen kannst. Lass uns das jetzt einfach kurz einmal mal annehmen, dass es so ist für die nächsten paar Minuten. Es wird gleich noch mal etwas mehr Sinn machen, verspreche ich dir. Also wie gesagt, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass es so eine Wechselwirkung jeweils vom Geist, Körper und Seele zueinander gibt. Und wie kommt jetzt nun also das Thema Krankheit dort mit rein? Also klar, wir kommen auf die Welt und erstmal läuft unser Körper, unser ganzes System einfach perfekt in den allermeisten Fällen. Und wir sind ja auch dazu gemacht, wirklich lange glücklich auf dieser Welt ohne eigentliche Krankheit zu leben. Was ja auch ganz spannend ist, weil die allermeisten Krankheiten sind westliche Zivilisationskrankheiten, die es so bei Urstämmen ja gar nicht gibt. Was auch schon mal ganz spannend ist, ne? Und wir lassen uns jetzt einmal auf dieses Konzept drauf ein und stellen es jetzt einmal hier vor. Dieses Glas ist im Endeffekt dann unser Körper, beziehungsweise ja quasi unser Stresskörper oder Stresstank, nennen wir es jetzt einmal. Denn unser ganzer Körper läuft immer perfekt, bis quasi Probleme auftreten und oder lass uns so sagen, wir können immer bis zu einem gewissen Grad mit Stress und mit Krankheiten, die sich anbahnen, umgehen. Immer bis zu einem gewissen Grad, bis irgendwann quasi der Tank überfüllt ist und wir halt nicht mehr damit klarkommen. Du siehst, wir haben jetzt hier dieses Glas, da ist auch schon so ein bisschen was drin. Das sind jetzt quasi die normalen Umweltprobleme, Stressoren, die wir halt so haben. Ja, also sei es einfach, es ist jetzt gerade, ich nehme es im Sommer auf, das Video ist gerade sehr warm. Im Winter könnte es sehr kalt sein. Dann ist man gerade Mama geworden oder Papa schläft gerade wenig. Das könnte ein Grund sein. Oder halt einfach, ja, der Chef nervt gerade. Ja, also quasi so normaler Alltagsstress, den wir halt einfach so haben. Mit dem wir auch immer ganz gut klarkommen. Heißt, unser Körper ist dran gewöhnt, kann damit ohne Probleme arbeiten. Und ja, dann kommt halt immer mal wieder neuer Stress dazu. Weil irgendwie, was man mal im Auto ist, sind in Urlaub gefahren, es lief nicht so gut, haben Flug verpasst und. Ja.
Und dann sind wir im Urlaub und es ist alles super, werden hier den Stress wieder los oder schlafen einfach, haben gut gegessen und kommen wieder auf unser normales Niveau an Stress zurück. Dann kann es aber auch mal sein, dass wir jetzt mal eine längere Zeit haben, in der immer wieder Stress da ist und wir einfach nicht die Möglichkeit haben, den Stress loszuwerden. Du siehst, das Glas wird immer voller und immer voller und unser Körper, für den wird es einfach immer schwieriger, eben damit umzugehen und halt normal weiterzuarbeiten. Und irgendwann würden wir dann halt hier dann auch an den Punkt kommen, wenn wir es nicht schaffen, quasi dieses Glas, unseren Körper, unseren Stresstank leer zu kriegen und packen immer noch mehr Stress eben oder halt Alltagsprobleme, Sorgen, Schulden in eben unser System, kommen wir irgendwann an den Punkt, dass es hier überschwappt und dann kommen wir an den Punkt, dass Krankheit entsteht. Und jetzt ist die Frage, okay, gut, jetzt haben wir dieses Glas und jetzt schwappt das über und wir werden krank. Aber warum kommt jetzt dann die Krankheit X oder die Krankheit Y? Und jetzt kommen wir wieder auf den Punkt der Psychosomatik zurück. Denn es hat ja einen Grund, warum wir krank werden. Ja, wir haben den äußeren Stress, aber der hat ja auch wieder einen Grund. Beispielsweise der Job. Ist es vielleicht der falsche Job, den wir haben? Oder erfüllt uns der nicht so, wie wir uns gerne hätten? Heißt, wir sollten den Job wechseln, in eine Führungsrolle kommen, aus der Führungsrolle vielleicht rausgehen. Und dann gibt es eine Verbindung zu der Krankheit, die wir haben, die hier durch unseren übervollen Stresstank entstanden ist, zu dem Grund, warum eben dieser Krankheit da ist. Heißt, es ist ein Zeichen dafür, dass wir zu lange nicht auf uns und unser System gehört haben. Ich meine, klar, deswegen sind wir krank. Allerdings kann die Krankheit uns auch helfen, warum sie da ist. Heißt, sie gibt uns Hinweise, eine Idee, wenn wir auf den Körper hören, hey, warum bist du denn krank? Und ändere doch da mal etwas dran. Und da gibt es ganz viele Bücher tatsächlich zu. Ich kann sehr die Bücher von Rüdiger Dahlke empfehlen. Krankheit als Weg, Krankheit als Symptom. Wie gesagt, der hat ganz, ganz viele Bücher dazu geschrieben, zu den unterschiedlichsten Krankheitssymptomen. Was bewirken die, welchen Grund haben die und wie kann ich halt durch dann eine andere geistige Haltung, indem ich mein Leben verändere und, dafür sorgen, dass dann halt hier dieses Glas langsam wieder leerer wird. Je leerer das ist, wir machen es vielleicht nochmal etwas leerer. So, auf einmal haben wir wieder ganz viel Platz hier. Unser Körper, unser System kann auf einmal wieder arbeiten und dafür sorgen, dass diese Krankheit wieder weggeht. Und so haben wir dann hier wieder dieses Wechselspiel zwischen Körper, Geist und Seele. Und das wirkt jetzt vielleicht am Anfang noch etwas abstrakt. Wenn du mal gerade krank bist oder hattest eine Krankheit in letzter Zeit, mach dir doch mal den Spaß und google mal eben die Krankheit oder halt wie sie genannt wird, das Symptom mit dem Schlagwort Psychosomatik oder was von Rüdiger Dahlke. Da wirst du ganz viel finden und wirst auch dort immer Vorschläge finden, hey, was könnte es denn mit deinem Leben bedeuten? Wo darfst du einmal hinschauen, um welchen äußeren Stressor zu identifizieren, um eben deinen Tank hier wieder etwas zu leeren. So weit zu leeren, dass du wieder ganz normal arbeiten kannst. Weil wie gesagt, der Tank leert sich auch ja regelmäßig, wenn du schläfst, wenn du gut isst und. Aber wenn du halt nicht dafür sorgst, dass von oben nachgekippt wird, also wenn das Nachkippen weniger wird, wie wir hier Platz haben, dann kannst du halt auf Dauer nicht gesund sein. Bedeutet also, das Ziel ist hier, dafür zu sorgen, dass dieser Tank immer so leer ist wie nur möglich, beziehungsweise dass hier so viel Platz ist wie nur möglich. Also wie kommen wir jetzt dahin, ohne jetzt erstmal darüber zu sprechen, dass wir den Tank größer machen, weil klar, da können wir natürlich schneller und besser rennen. Wir wollen aber dafür sorgen, dass dieser Tank immer so leer wie möglich ist. Also, was können wir jetzt nun tun, um diese Stressoren zu lösen, beziehungsweise ja, uns wieder zu entspannen? Natürlich
Sport, Meditation, alles, was mit Erdung im Endeffekt zu tun hat. Auch gerne sonst mit der Partnerin einfach mal drüber reden. Man kann Reiki machen, Qigong, Yoga, also alles, was dich letztendlich entspannt, dafür sorgt, dass das hier wieder leer wird. Ob das jetzt auch mit was lecker essen ist, also am besten gesund, ne? Weil dafür sorgen, Chips zu nehmen, weil man sich dann mal kurz gut fühlt, wird nicht dafür sorgen, dass dieser Tank hier wirklich leer wird. Und dann, der eigentliche Trick an der Nummer ist dann zu sorgen, achtsam mit sich und mit seiner Umwelt umzugehen. Denn wie gesagt, es hat ja einen Grund, warum hier der Tank über diesen Alltagsstress hinaus aufgefüllt wird. Wenn ich mich jetzt aber regelmäßig hinsetze, nehme mir, ich habe jetzt gerade kein Buch hier, doch, zwar ein Buch zum Lesen, aber wenn ich mir jetzt hier mich regelmäßig hinsetze und schreibe ein Journal, ein Tagebuch, habe ich hier eine ganz, ganz wundervolle Möglichkeit geschaffen, um regelmäßig zu reflektieren. Was sorgt denn dafür, dass ich in meinem Leben gestresst bin? Ist es die Partnerin, die Kinder, der Arbeitgeber, die Selbstständigkeit, dass ich irgendwo meinen Mann, meine Frau nicht richtig stehe? Was ist es, was mich stört? Und das überhaupt einmal nur wahrzunehmen, zu erkennen, zu identifizieren, ist einer der wichtigsten Schlüssel einfach in unserem Leben. Und ja, es klingt jetzt erstmal so vielleicht einfach, trivial, so hey, setz dich hin und schreib Tagebuch. Ja, aber warum ist ein Tagebuch eines der absoluten Killer-Dinge überhaupt? Warum gehen Leute zu Therapeuten, um sich Sachen von der Seele zu reden? Es ist wirklich teilweise so einfach. Und wenn du da achtsam dir regelmäßig ein paar Fragen stellst, so hey, bin ich glücklich gerade in meinem Leben? Ist es das, was ich machen möchte? Bin ich erfüllt? Was brauche ich, um mich noch besser zu fühlen? Und, und. Da gibt es ja ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten, um selbstreflektiert mit sich, seinem Alltag umzugehen. Denn wie gesagt, klar, dieses Glas hier, dein Tank, wird es ohne Probleme schaffen. Ein paar Tage, mal ein paar Wochen, auch sicherlich Monate oder vielleicht auch ein paar Jahre, damit umzugehen, dass der Tank hier immer voller wird. Aber irgendwann wird er überlaufen. Und dann bist du erstmal damit beschäftigt, hier das Glas wieder leer, beziehungsweise den Tank wieder leer zu kriegen. Und das ist viel schwieriger, viel anstrengender, als wenn du dafür sorgst, dass der Zufluss so gering wie möglich ist. Das kannst du halt dafür und damit sorgen, dass halt Sport machst, Meditation, gut schläfst, gut ernährst und halt einfach dafür sorgst, die Zeichen, die das Leben, der Geist, deine Seele dir gibt, tagtäglich achtsam wahrzunehmen. Damit kannst du ganz, 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 ganz viele Krankheiten dafür sorgen, dass die gar nicht entstehen, weil du eben die Zeichen vorher wahrgenommen hast. Und ich weiß, das war jetzt ein Riesenthema, ein Riesenfass, was ich hier aufgemacht habe. Ich hoffe, es ist jetzt hier mit meinen kleinen Hilfsmitteln etwas verständlicher geworden. Auch da, wenn du Fragen haben solltest, wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, gerne immer in die Kommentare. Ich freue mich hier riesig über Feedback. Und hoffe auf jeden Fall, dass es dir weitergeholfen hat. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Bewusstsein, viel Achtsamkeit und vor allem Liebe zu dir. Danke dir. Au.